Moinsen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft mit mir, dem Superpro, und Selim Sinan, den wir hier vor uns sehen. Guten Tag. Guten Tag hier. Ja. Ja, genau. Also, wir machen eigentlich weiter, wo wir aufgehört hatten. Und wo hatten wir eigentlich aufgehört? Also, ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Mein War, Gott, glaube ich, eine Woche her. Ja, das kann gut sein. Und ich hatte doch eben irgendwo eine Axt. Hä, wo ist bitte meine Axt hin? Kann mir das mal bitte jemand... Okay. Ich glaube, ich habe die letztes Mal genommen. Nein, ich habe mir eben eine Axt ins Inventar reingetan. Aber das ist nicht die, die ich hier habe. Ich habe noch eine, die eigentlich ganz grün... Na, egal. Ja, genau. Es kam in letzter Zeit eine Menge schöne, positive Rückmeldungen. Aber dann auch ein bisschen kritische Rückmeldungen. Uns unter dem Motto, ja, lass Selim doch auch mal ein bisschen mehr reden. Also, dazu wollte ich direkt im Let's Play auch noch was sagen. Also, es ist so, ich bin sowieso generell so ein bisschen dafür bekannt, dass ich eher gerne rede und mehr rede und unheimlich lange am Stück reden kann. Und Selim sagt jetzt nicht immer so ganz viel. Ja. Und das ist muss die... noch geübt werden, ne? Richtig, richtig. Das ist die eine Sache, die ihr bemängelt oder mir kritisiert hattet. So, finde ich auch super, dass ihr es mir gesagt habt und dass es vor allem Selim gesagt habt. Das können wir. Okay. Fail. Ja. Normalerweise müsste ich nicht fallen, wenn ich hier so krieche. Wie ein Creeper. Okay. Aber dann ja. Ja, wie gesagt, also das ist schwierig zu beheben mit den Redeanteilen, weil ich einfach immer so ein bisschen Thema im Kopf habe. Und ja. Die zweite Sache, die ihr kritisiert hattet, war, dass ich immer auf Selims Aussagen bzw. Fragen immer mit Ja und Amen antworte, so unter dem Motto, ja, leck mich doch sonst wo und mir ist das alles egal, aber das stimmt einfach nicht. Minecraft ist ein Spiel, wo man wirklich extrem viele Eindrücke hat und wo man einfach eine Menge zu tun hat und sich auch mehr oder weniger konzentrieren muss und wirklich, ich habe auch oft einfach ganz viele Ideen im Kopf und will die umsetzen und deshalb ist es dann auch teilweise so, dass ich in der Konversation einfach nur Ja sage und ich habe es zwar gehört, verarbeitet, aber mache mir keine großen Gedanken darüber, weil ich einfach mit so extrem konzentriert bin. Also ich kann ja nicht sagen, okay, ich sag jetzt, fange jetzt eine große Konversation wegen einem kurzen Thema an und vergesse dann eigentlich, was ich selber machen wollte. Das ist auch doof. Aber wir probieren, denke ich mal, die Redeanteile bzw. die Konversation so zu halten, dass sie für euch noch interessant und schön sind, ne? Ja, vor allem nicht jeder kann ja Multitask, nicht jeder ist ja multitaskfähig und wenn man jetzt wirklich redet, läuft man im Spiel irgendwie dumm rum, also das ist bei mir jedenfalls so, oder man macht was und redet wenig. Ja, richtig, das ist echt das Problem, also zum Beispiel, ich bin jetzt hier beim Wald abbauen und ich muss hier reden, abbauen, überlegen, wie viel Holz ich brauche und was ich mit dem Holz mache. Das habe ich alles schon so ein bisschen im Hinterkopf. Und wenn Selim dann auch noch was redet dabei, dann ist das so ein bisschen Chaos im Gehirn. Und wir sind Männer. Also Multitasking ist nicht das, was wir können müssen. Natürlich, Let's Player müssen das mehr oder weniger können. Aber okay, also es geht halt nicht perfekt. Nobody is perfect. My name is Nobody. Hi. Ja. Gut. Hier ist etwas unsymmetrisch. Das muss ich mal hier schnell verbessern. Oh mein Gott, Unsymmetrie, das geht gar nicht. Also, auch wenn Minecraft so ein offenes Spiel ist. Also, Symmetrie, das ist anscheinend immer so ein bisschen, ja. Es ist automatisch, dass man symmetrisch arbeitet. Das ist ziemlich komisch. Sowas wie eins der 10 Gebote oder so. Ja. 10 Gebote in Minecraft. Oh nee, der Baum, der kann mich jetzt mal hinten rumheben. Da habe ich jetzt mal gerade gar keine Lust, den abzubauen. Und was ich mir... Oh nee, jetzt die Hacke kaputt. Na gut, ich habe ja Holz dabei. Was ich mir so vorgenommen hatte für dieses Mal, dass wir dann uns ein paar Waffen bauen gleich und dann mal in die Höhe, uns irgendeine Höhle suchen, oder? Ja, das wollten wir ja lange schon machen und wir haben es immer irgendwie vorverschoben. Ja, aber richtig. Nachdem wir irgendwie knacken gehen, oder wollen wir knacken gehen? Ja, gib mir gerade eine Sekunde, ich mache mir noch gerade so ein bisschen... Ach nee, ich mache das nachher. Ich gehe mal... Was wir auch noch machen müssen, ist dringend mal unsere beiden Hütten verbinden. Also beziehungsweise die Haupthütte mit der Lagerhütte. Und wir gehen erstmal knacken. Wo denn? Wo bist du denn? Oben oder...
Warte mal, gib mir mal gerade eine Sekunde, ich muss das Bett mal neu aufstellen. Das hat mir irgendwie gerade so ein bisschen Probleme bereitet. Ach so, du bist ja nicht mehr bei mir. Kann mir bitte mal jemand sagen, warum mein Bett nicht funktioniert? Moment, mit Rechtsklick oder? Ja, geht einfach nicht. Das ging bei mir. Ah, jetzt geht's. Lol. Ah ja, nur liegst du jetzt nicht, oder? Nee, ich hab daneben gestanden, wie wild draufgehauen und plötzlich war es dann wieder Tag. Also das ist nämlich irgendwie in der letzten Zeit so, das war beim letzten Let's Play, also bei der letzten Aufnahme so, dass wenn du dich normal hingelegt hast, bei dir war alles schön normal, ja, und bei mir war es die ganze Zeit eben so, wie es jetzt bei dir ist. Ja, das ist echt komisch. Also habt ihr da eine Idee, was ist das? Ist das ein Bug? Ist das irgendwas, was wir beheben könnten und was wir beheben sollten? Und ich musste das Ganze hier mal ein bisschen mehr mit Fakten, naja, natürlich hierhin, wo ich auch gerade abbauen will, mit bisschen mehr mit Fackeln auskleiden hier unten, weil hier spawnt's ja regelmäßig wie wild. So. Wie viele Fackeln hast du denn? Wir brauchen ja noch welche. Ich habe noch 36 und 11 Kohle. Okay, deshalb, ach, ich habe noch eine Kohle. Ich werde mir erstmal ein bisschen Stein holen, damit ich mir zuerst mal ein paar Steinwerkzeuge machen kann. Und danach können wir ja gucken, Fackeln werden. Ich habe noch Kohle, zur Not braten wir ein bisschen. Es geht schon alles so schnell kaputt. Zur Not braten wir halt ein bisschen Holz. Aber ich habe ja noch eine funktionierende Spatzhacke. Eine Spatzhacke. Also das ist ja wieder mal toll. Ich habe eine Spatzhacke. Gut. Ich gehe mal hier Holz sammeln, denn wir brauchen ja noch ein bisschen was. Ja, ich habe noch 31 Rohholz dabei. Das können wir noch verarbeiten und ich habe 64 verarbeitetes Holz. Aber so ein bisschen kannst du immer mitnehmen, das ist kein Problem. Ich brauche die für die Sticks. Ich will mir nämlich Fackeln erstellen. Und ach ja, Rohholz musst du auch dann verbraten wegen Kohle, oder? Ja, ich habe noch 11 Kohle. Ich guck mal gerade, nee, 3, 11, dann habe ich 14 Kohle. Nein, ich habe 18, ja, zwei verschiedene Arten von Kohle, die kann man ja nicht stacken. Es ist ja einmal die Holzkohle, einmal die normale Kohle. Also 13 Kohle dürfte doch eigentlich ausreichen und es ist wirklich eine Menge Kohle auch direkt in Höhleneingängen. Also ich glaube nicht, dass wir uns jetzt noch groß Kohle aus Holz machen müssen, denn wir haben wirklich, also wenn wir 13 Kohle haben, können wir das ohne Probleme zu Fackeln verarbeiten und wir werden immer mit Kohle zugeschüttet, keine Sorge, also das unter Tage, das wird kein Problem sein. Tipp ich mal. Und ich weiß gar nicht, nee, hier gehen wir erstmal nicht runter, das Haus bleibt wahrscheinlich erstmal zu Zierde, so schade es auch ist, aber na gut. Weißt du, unser Haus, wo wir in die Höhle eigentlich reingehen wollten? Ach ja, okay, ja. Weiß nicht. 4 Spitzhacken, ich mache mir erstmal 6 Spitzhacken, weil ich weiß nicht genau, wie lang es dauert, bis wir auf unser erstes Eisen treffen. So. Hast du schon irgendwie im Kopf eine Idee, welche Höhle wir jetzt besuchen werden? Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal eine, weil die wir bisher erkundet hatten, die führen leider ins Nichts rein. Und ja, einer war da doch noch, oder? War da noch einer? Ich weiß es nicht. Meinst du hinten den am Meer? Da war einer am Meer und einer weiter rechts, also von unserem Haus aus. Ja. Wollen wir danach gucken gehen oder wie wollen wir das machen? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, wie wir das managen sollen. Ich will gleich. Nee. Dann gehen wir halt noch einmal knacken, also dann ist eigentlich auch okay, weil es wäre halt doch am besten, wenn wir direkt am Tag losziehen und nicht irgendwie am Nachmittag. Ich würde mal sagen, wir sammeln erstmal ein bisschen Holz für Kohle, Sticks und so Sachen. Ja. Dann hast du noch Spinnfäden? Ich habe 4 Stück, genau, ja. Hast du noch einen Bogen? Ja, habe ich. Könntest du einen draus machen? Oder beziehungsweise, wenn du einen hast, dann könntest du mir ja noch einen machen, weil ich habe 58 Pfeile. 58, ach ja, ich habe noch 20, habe ich ja Maschinengewehr for the win. Ja. Genau. Ja, hier machen wir das altertümliche MG. Das Glas lasse ich erstmal hier und mein Haus werde ich nachher erst ausbauen. So, jetzt hier liegen noch ein paar Rohstoffe rum, die ich gleich doch mal weiterverarbeiten möchte. So. Wie ging das noch so? Also Bogen? Gronkh hatte das doch letztes Mal das Problem mal wieder. Ja. Ach ja, wo bist du? Ich stehe in unserer Hütte da, die Sammelhütte für Rohstoffe.
Na, das Teil nehme ich mal mit. Ich Huch, mache mir auf mal dem noch ein Boden. Schwert. Und unsere Expedition wird wahrscheinlich ein bisschen interessanter sein als die von Gronkh im Moment. Also, ich bin ganz ehrlich, was Gronkh im Moment in der Höhle veranstaltet, ist einfach nur verdammt langweilig. Also, ich habe mir heute war ein neuer Part on. Ich habe 5 Minuten reingeguckt, habe vorgespult. Es war nichts Besonderes, ganz im Ernst. Also, so leid es mir tut, das da war echt nichts, was er da veranstaltet hat. Schade. Kann ja sein, manchmal. Ich Ja. guck Weil jetzt irgendwie nicht mehr er. Gronkh. Aber ja, Hattest du ich ihn hab mal mich. geguckt? Wie? Hattest du ihn mal die ganze Zeit geguckt oder? Ja, ich hab mir ab der neuen Welt irgendwie vorgenommen, dass ich das jetzt alles gucken werde, aber Das schafft, danke. irgendwie war ich dann zu faul, um die neuen Folgen zu gucken. Ja. Also, was nehmen wir uns mit? Wir nehmen uns Holz mit für eine Workbench. Ein rohes, ja, wir nehmen uns einfach 15 rohes Holz mit. Hast du auch noch Holz dabei? Federnbohrer. Ja, 19 Roh. Gut. Das heißt, ich habe 36 Fackeln. Ich werde mal den noch ein bisschen was zu Fackeln verarbeiten. Ich kann ja das ganze Fleisch mitnehmen. Ich habe ja 9 Stück noch. Ja, genau. Dann gucke ich, dass ich mein Inventory bisschen leer halte, damit ich eine Menge aufnehmen kann. Und wir werden am besten brüderlich teilen. Das wäre die beste Lösung, denn wenn irgendeiner von uns drauf geht, dann haben wir halt gelitten, auf gut Deutsch. Ja. Genau. Ich habe 44 plus 48, ergibt 64 plus 28 Fackeln, 12 Rohholz, 10 Holz. Viel zu viele Sachen, die ich eigentlich nicht brauche. Deshalb einfach nochmal gerade hier in die Kiste reingucken. Ja, da haben wir noch ein bisschen Platz. Weil Bräuchten wir. Knochen nehme ich mit, die Stiggies lasse ich hier. Ein Schwert, zwei Schwerter. Zwei Schwerter dürften reichen, so lange können wir ja nicht unten bleiben. Eine Schaufel höchstens, die Spitz. Ah ja, die Stiggies kann ich nur wegtun. Bräuchten wir denn eigentlich noch Federn? Oder ich Wofür weiß nicht, Federn? Also vielleicht, Pfeile? ja, vielleicht finden wir noch irgendwo Gravel vorkommen und da. Flint. Hab ich Flint? Ich hab kein Flint. Nee, rede weiter. Und da können wir ja vielleicht Flint finden und es passt. Aber ich tippe mal schon, dass es. Dass wir zuerst mit dem Schwert rangehen sollten und wenn wir es wirklich nicht schaffen, dann mit Pfeil und Bogen. Ach und apropos, ich habe ja, wir haben es ja total verpeilt. Wir haben ja nicht mal Rüstung. Das ist ja doof. Ah, genau. Ich habe hier nur 2 Stück Leder, aber das reicht ja nicht Ja, vier aus. Stück ist glaube ich das Minimum, was man braucht, oder? Für Für Schuhe. so eine olle Mütze, glaube ich, Ja ja. und für und oder für Schuhe. Ne? Ja, dann gehen wir einfach mal ein gutes Stück Fischur, ja. und ich weiß nicht, wo steht denn die Sonne? Lass mich mal. Ach Mist, die Leitern, die sind uns ja draufgegangen irgendwie. Warte mal, ich tue die Leitern nochmal hier gerade in unserem Haus anbringen, damit ich hochklettern kann und den Sonnenstand beobachten kann. Warte mal, da. Ach ja, hehehe. Sehr schlau. Da oben ist die Treppe und dies ist die. Stimmt, das war ja das Problem mit der Doppeltür damals. Das heißt, das müssen wir irgendwann dann halt versetzen. Aber aufs Ach Dach ja, laufen tun wir ja noch sowieso noch. so, würdest du deinen Hund mitnehmen? Ja, würde ich machen, nur warte mal. Ach, da ist die Sonne. Das heißt, wir haben so ungefähr Nachmittag. Also, wir haben höchstens noch 5 Minuten. Warte mal, ich tue die Treppen mal versetzen. Oder kriege ich die Treppen überhaupt gedroppt als Ganzes? Nee, ich krieg Wenn nur du die einen mit. Holzblock. Ach, ist das langweilig. Weil Also, ich. Guck ach mal so, hier ja. draußen. Komm mal gerade raus. Normalerweise war es doch so, wenn du Andere die jetzt Seite. mit, Andere ups, Seite. wenn die jetzt mit einer Axt kaputt gehauen hast, ging die doch, oder? Hast du die ja wieder Eine bekommen? Axt, echt im Ernst? Na, ich muss mir dann Ja. erstmal noch eine Axt machen, aber du siehst hier, die Treppe ist versetzt, weil wir ja da am Anfang das Problem mit der Doppeltür hatten. Ach nö, das haben die geändert. Jetzt muss ich wieder eine Treppe erstellen. Ja, aber irgendwie in irgendeiner Minecraft-Folge wurde uns doch alles wieder gedroppt, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja, das war, glaube ich, vor dem Update. Ja, immer noch 1.5, ne? Das war das. Ja, wa haben wir jetzt noch beide geupdatet oder wie Ja, war ich. das jetzt? Ah, shit, ja. Ja, wir haben beide geupdatet. Ich spiele mit 1.6.6. Dann ja, mache ich das auch so, sonst wird es hier, glaube ich, nicht gehen, oder? Du hast auch 1.6.6. Ja. Gut. Dann Und werde ich ich mal habe noch aus hier. Versehen eine zweite Treppe falsch Nein, gesetzt, ich Idiot. nein, ich auch. Ich hab. Oh, ich bin so dappig. Man darf niemals Treppen von der Seite anbringen, Mensch. So. Und hepp.
Und das war's dann. Moment, mache ich mir nochmal schnell eine. Bisschen Holz habe ich hier. Noch. 1, 2, 3, 3. So, dann haben wir nochmal 4 Treppen. Du wolltest da draußen, hast du gerade eine kaputt oder nee, doch nicht? Nee, habe ich wieder hingebogen. Okay. Das heißt, hier muss noch eine hin und dann müssten wir das Ganze hier wieder mit. Kacke! Kakophonie! Ist eine Kakophonie nicht eine Symphonie nur mit dissonanten Klängen? Ich weiß es nicht mehr. Das war doch mal Musikunterricht 6. Klasse, auch schon länger her. Ich hab jetzt immer noch Musikunterricht, aber da machen wir jetzt nichts. Ja, langweilig. Ist auch nicht schlecht, nichts zu machen. Also wir haben im Moment keinen Musikunterricht, so ist das. Warte mal. So. Ja, das machen wir auf der anderen Seite auch. Ist mir jetzt auch egal. Hui.